Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von WWE 2K16. Aber nicht zu Exhibition, auch nicht zu Wrestlerprofilen und auch nicht zu meiner Karriere. Und zwar zu 2K Showcase. Wir haben ja vor ein paar Monaten, Anfang des Releases von WWE 2K16, den Austin 316 Modus gespielt, wo wir die Karriere von Austin nachspielen können. So die größten Meilensteine, die er in der Karriere hatte. Natürlich haben ein paar Sachen gefehlt und so weiter und so fort. Und ich fand den Modus ja super. Und wir wussten vor langer Zeit, dass ein zweiter Showcase-Modus kommen wird. Und zwar Hall of Fame. Und man konnte ja damit rechnen, dass es so ungefähr bei der Road to WrestleMania kommen wird. Und gestern, am 22.02.2016, kam er raus. Und zwar WWE 2K16 2K Showcase Hall of Fame. Wir haben hier Austin 316. Jetzt sehen ihr manche 0%, diejenigen, die es nicht wissen. Und zwar, ich habe den Modus zwar durchgespielt, leider wurde mein Spielstand gelöscht. Und dadurch ist es wieder auf 0%, aber naja, ist ja egal. Aber auf jeden Fall spielen wir diesen Modus und ihr seht schon, Randy Savage, was ist Hall of Fame? Und zwar werden alle Hall of Famer, die letztes Jahr in die Hall of Fame sind, haben jeweils ein Match, mit dem ich machen kann. Und die spielen wir quasi nach. Aber es sind auch Matches dabei, die wir noch nie gesehen haben. Soweit ich weiß, nur ein Match. Die anderen Matches haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Und so weiter und so fort. Und ich würde mal sagen, wir zeigen euch, oder ich zeige euch das Eröffnungsvideo. Ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Kann ja sein, dass ich euch rechtlichen Gründen es nicht zeigen darf. Man weiß es ja nicht. Mal sehen, wie die rechtliche Lage ist, kann man ja so sagen. Und ja, wie gesagt, wenn Videos irgendwie weggeschnitten werden und so weiter und so fort, kann ich nichts dafür. Das ist halt der Copyright-Ding. Aber auf jeden Fall, werde ich immer nach den Videos kurz zusammenfassen, was da passiert ist und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, diejenigen, die das spielen können, die sich die Videos ja da anschauen oder. Ist selben, denke ich mal, bei 2K selber, glaube ich, auch vielleicht die Videos hochgeladen, dann wird es irgendwann irgendwo ja finden. Aber ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an mit Hall of Fame. Ja, die Einstellungen passen so ziemlich, kann man sagen, und los geht's. This year, we celebrate the WWE Hall of Fame class of 2015. 350 pounds of rough shaking. Kevin Nash is just too weak. All have earned their place in history, but one Hall of Famer personified the meaning of being one of the most recognized and passionate performers in WWE history. Ooh, yeah. The Macho Man Randy Savage, one of the all-time greats, ladies and gentlemen. From his show-stealing performances as Intercontinental Champion to his remarkable reign as WWE World Champion, Macho Man Randy Savage made his mark in sports entertainment like no one else before. And I think that the spotlight should go on top because I am Macho Man Randy Savage! And with the First Lady of WWE, Miss Elizabeth, by his side, the charming couple captured the hearts of the WWE Universe worldwide. Entering a career versus career match at WrestleMania 7, Savage adopted a new attitude, which caused the couple to grow apart. Despite the circumstances, Miss Elizabeth's devotion to the Macho Man remained. And even though Savage's in-ring career ended that night, the Macho Man still came out a winner in the end. She loves him! She's loved him from the beginning! In true Macho Man fashion, he came out a true winner. After the dramatic scenes of WrestleMania, the WWE Universe waited with bated breath in anticipation of the big question. Elizabeth, will you marry me? Oh, yeah! And under the lights, in a match made in heaven, their storybook wedding was sealed with a kiss. But what seemed like a fairy tale ending soon turned into a nightmare. The dastardly actions of Jake the Snake Roberts would emotionally scar Elizabeth. The cold and calculated mind games began to take its toll on the Macho Man. He was forced to helplessly watch from commentary as the snake spewed his venom. Here's a man that used to be a real man, but obviously he's grown a little soft hiding behind the skirt of a woman. Savage could not sit idly by and would confront Jake the Snake Roberts to defend the honor of his wife. Down goes Randy Savage! Get out of there, Macho! To get some help, the snake is gnawing on the arm! Jake Roberts all over Randy Savage!
After careful consultation with the Macho Man Randy Savage and his doctor, it is my decision that he be reinstated immediately, and that a match between Randy Savage and Jake Roberts be sanctioned, which will be this coming Tuesday night in Texas. The stage was set. No snakes, no more mind games. Randy Savage and Jake Roberts would settle the score at this Tuesday in Texas. Genau, das war der Aufbau, beziehungsweise das Video. In dem Video wurde am Anfang kurz die ganzen Hall of Famer kurz gezeigt, wer alles in die Hall of Fame. Da kam er ein bisschen zuvor. Macho Man. Oh, look out. Ooh. Can you dig it? Goes Macho Man with a double sledge on Jake the Snake Roberts. Here comes Macho to heal out some more pain. Another sledge in the back of the head. And a straight right hand. Big right hand by Macho Man Randy Savage. And Jake can't get far enough away from the Macho Man. Gut, jetzt können wir endlich das Match machen. Jake the Snake Roberts gegen Macho Man Randy Savage von This Tuesday in Texas. So um den Dreh heißt der Pay-Per-View. Und ja, hier spielen wir quasi Randy Savage. Er kam ja letztes Jahr in die Hall of Fame. In dem Video kann man ganz kurz nochmal erwähnen, weil ich das ja jetzt unterbrochen wurde, kann man ja sagen. Und zwar wurden kurz die ganzen Hall of Famer gezeigt, also wer alles in die Hall of Fame kam und so weiter und so fort. Und ja, dann wurde groß auf Randy Savage eingegangen, also auf die Karriere von dem Macho Man, was er so alles erreicht hat, wie es letztendlich bei ihm geendet wurde. Mit Miss Elizabeth hat man aufgegriffen, die First Lady der WWE, kann man ja sagen. Und ja, so viel, waren ja verheiratet, also in der Storyline, aber sind, wie man ja auch weiß, privat verheiratet gewesen, waren privat auch zusammen für ein paar Jahre, aber nicht komplett. Wie es denn heutzutage geht, das weiß man ja, denn beide sind mittlerweile verstorben. Elizabeth 2003 bei, ich glaube mit Heroin-Alkohol-Mix war das, soweit ich das weiß. Und Savage halt 2011. Aber zu Macho Man Randy Savage wird noch ein Wrestler-Profil kommen, wo ich ein bisschen auf ihn genauer eingehen werde. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat man da hier ein bisschen auf die Karriere aufgegriffen. Dann am Ende gab es noch eine Konfrontation, wo man quasi den Aufbau von Jake the Snake Roberts und Macho Man gezeigt hat, wie einfach Jake the Snake Roberts Mr. Elizabeth die ganze Zeit angegangen wird mit seiner Schlange. Und dann am Ende, später kann man noch sagen, dass ja Macho Man nicht zusehen wollte. Dann hat er, ist er eingegriffen, dann hat Jake the Snake Roberts Randy Savage mit der Ringseite. War das hier so gemeint, oder wie? Nö, das ist nicht gemeint. Wahrscheinlich an der Ringecke. So. Nein. Ja, ich muss mich wieder an Showcase gewöhnen, kann man sagen. Also, nicht wundern. Ach, hier. Ah! An der Ringseite. Ich habe irgendwie immer an der Ringecke. Ach Gott. Verpeilt. Naja, Gott. Ist ja egal. So. Gut. Was zeigt er nun? Den Piledriver. Schön. Führe ein Irish Whip im Ring aus. Okay. Ich muss sagen, das Match kenne ich selber gar nicht. Also ich habe das Match noch nie gesehen.
Hole ich vielleicht mal nach, weil ich finde beide super. Also gerade Randy Savage, eins der besten Gesamtpakete, die die WWE je hatte. Ob es das Beste ist, das würde ich jetzt nicht sagen. Also wäre schwierig. Aber einer der Besten würde ich schon sagen, ja. So, Weapon. Was passiert nun? Aufpassen auf jeden Fall. Okay, bisher musste ich nicht viel machen. Jake the Snake Roberts dominiert dieses Match. Also jetzt in der Phase. Jetzt jubelt er ein bisschen. Das Ding ist, ich warte nur ab, wann kommt der? Wann kann ich drücken? Und wo muss ich drücken? So. Sehr schön. Gut. Ich ganze Zeit nur gewartet. Was jetzt? Okay. Dann beenden wir es doch natürlich mit seinem Finisher, den Elbow, den er berühmt gemacht hat, kann man sagen. Und natürlich ein geiler Move ist an sich. Also er zeigt ihn relativ geil. Beziehungsweise, jetzt zeigen auch viele Superstars auch geil. Oh, da kommt der DDT. Oh shit. Ja gut.
Willkommen zur Endcard halt von WWE 2K Showcase. Jetzt fragen Sie sich, warum eine Endcard immer? Ja, ich will am Ende immer kurz meine Meinung zu den jeweiligen Sachen sagen, weil das nicht hier in dem Let's Play so ganz funktioniert, weil es direkt immer weitergeht und so weiter und so fort und ich halt in einem Fluss quasi aufgenommen habe. Deshalb mache ich es immer am Ende so. Das habe ich ja bei Steve Austin auch so gemacht. Und zwar mein Fazit. Ja, auf jeden Fall, ja. Schön, hat man schon mal ein bisschen was gezeigt. Das Match gegen Randy Savage gegen Jack Roberts war ein schönes Match, hat man cool gemacht und so weiter und so fort. Jack the Snake Roberts hat sich als Heel etabliert, hat einfach gezeigt, dass er ein schlechter Verlierer ist, kann man so machen. Das Video fand ich voll schön, das Match war auch okay, aber mein Fazit so generell, was ich von diesem ganzen Showcase-Modus halte, werde ich bei der letzten Folge machen, also bei Folge 7. Da könnt ihr gespannt sein. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, haut rein. Schreibt natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.